Oh, junger Freund, willst du einen Witz hören? Also, ich habe da so einen Witz gehört. Ich bin gespannt. Da treffen sich drei, oder nein, zwei, Kohlestücke. Da sagt das eine, hallo. Daraufhin sagt das andere, bah, du bist subtrahiert. Bist du sicher, dass der Witz so geht? Ich möchte meinen Beitrag zurückziehen. Das will ich meinen. Warum trinken Ratten abends keinen Alkohol? Damit sie morgens nicht mit einem Kater aufwachen. Der ist ja grauenhaft. So vorhersehbar, so unelegant, so... Ich fand ihn sehr witzig. Ich auch. Was wieder einmal beweist, wie wenig Ahnung ihr habt. Nein, ich habe nicht gelacht. Ich habe einen Witz. Schieß los! Es ist ein Witz mit einem Arzt und seinem Patienten. Ich glaube, es ist der einzige seiner Art. Nach der Untersuchung fragt der Patient, Herr Doktor, können Sie mir helfen? Daraufhin der Doktor, sicher. Ich verschreibe Ihnen ein paar Moorbäder. Und die helfen? Klar, dann gewöhnen Sie sich schon mal an die feuchte Erde. Ah! Der war ja noch schlimmer als der erste. Komm schon, der war gut. Na klar, was weiß der Gott des Humors schon über Witze? Hast du mich lachen sehen? Nein! Ich kenne einen Witz mit Statuen und Göttern. Der muss dir einfach gefallen. Oh, das klingt gut. Seit Hunderten von Jahren stehen sich im Park zwei Statuen gegenüber. Ein junger Mann und eine junge Frau. Beide nackt. Da erscheint eines Tages ein Gott und erfüllt den beiden ihren größten Wunsch. Sie dürfen für eine Stunde ihre Sockel verlassen. Sofort verschwinden die beiden im Gebüsch. Rascheln, flüstern, kichern. Wir haben noch 10 Minuten, japst er schließlich. Darauf sie, gut, dann hältst du jetzt die Tauben fest und ich scheiße drauf. Oh! Nicht einmal ein müdes Lächeln bringst du bei den Leuten damit zum Vorschein. Aber... Bei Leuten mit Humor. Von denen gibt es nur einen hier und der hat nicht gelacht. Also... Ich fand meine Witze gut und die anderen haben gelacht. Das ist aber nun mal nicht relevant. Ich muss lachen. Aber du scheinst immer nur über deine eigenen Witze zu lachen. Weil es nun mal die besten sind. Aber das ist doch... Moment. Zwei Kannibalen verspeisen einen Clown. Und was sagt der eine? Der schmeckt aber komisch. Der schmeckt aber komisch. Der schmeckt aber, weil er ein Clown ist. Das war ein guter Witz, mein kleiner Freund. Du hast mich zum Lachen gebracht, also werde ich dir helfen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich damit dreien von euch einen Gefallen getan. Also, wie komme ich übers Wasser? Gehen. Haha, ihr konntet vielleicht mal über Wasser gehen, aber ich kann das nicht. Auch nicht über Eis. Eis? Ist dir nicht aufgefallen, wie kalt es hier ist? Das sieht nicht wie Eis aus. Weil es hier unten völlig windstill ist. Ohne Wellen und Blasen im Eis sieht gefrorenes Wasser aus wie... Wasser. Und das hättet ihr mir nicht einfach sagen können? Wäre es dann genauso befriedigend gewesen, endlich zur Insel gehen zu können? Vielleicht nicht. Aber Veremi ist etwas zugestoßen, nur weil ihr mich aufgehalten habt. Hi. Hallo, junger Freund.
Hör mal! Die Musik, die Töne, alles fällt mir wieder ein. Nicht übel, oder? Ich bin ein Naturtalent. Oh, 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 das ist es. Ich danke dir, Sterbliche. Ich werde jeden Tag üben, damit ich die Töne nicht wieder vergesse. Na toll. Jetzt habe ich sogar allen vier von euch einen Gefallen getan. Und das, obwohl ihr nicht sehr hilfreich wart. Es zeichnet einen wahren Helden aus, immer mehr zu tun, als er tun muss. Und jedem zu helfen, dem er helfen kann. Wir sollten ihn belohnen. Könntet ihr Remy hierher holen? Oder den Erzmagier zurückverwandeln? Es wäre keine sonderlich gute Geschichte, wenn plötzlich von außen ein Gott eingreifen und alle Probleme lösen würde. Aber witzig wäre es schon. Bäm, Geschichte vorbei. Wir möchten dir den Lorbeerkranz von Hypnis schenken. Hey, das möchten wir nicht. Doch, finde ich gut. Ich auch. Nimm ihn dir, Wilbur, und trage ihn mit Stolz. Er weist dich als Freund der Götter aus. Danke. Also schön, aber pass gut drauf auf. Dafür, dass ich dafür vier Götter beeindrucken musste, ist der Preis etwas mickrig. Remy muss bei seiner ersten Expedition erkannt haben, dass der See zugefroren ist. Vermutlich ist er schnurstracks zur Insel mit dem Tempel gegangen. Es sieht aus wie Wasser, aber es ist tatsächlich Eis. Kinderspiel. Ja. Alles kein Problem. Remy! Nicht, Wilbur! Das ist eine Falle! Du wirst mir den Zauberstab bringen, den dieser Dieb vor Jahren stahl! Wer bist du? Oder was bist du? Ich bin der Torwächter. Du bist der Geist von einem dieser Zauberer, die den Namenlosen befreien wollten, oder? Der Namenlose darf diese Welt niemals betreten. Nicht? Ich meine, ganz meine Meinung. Weder ich noch Remy wollen das. Warum kämpfst du gegen uns? Er hat den Zauberstab gestohlen. Der Zauberstab ist der Schlüssel. Bring mir den Schlüssel. Lass Remy frei. Er ist schwer verletzt. Er wird sterben, wenn du mir nicht den Zauberstab bringst. Ich habe den Zauberstab nicht mehr. Besorge ihn. Dein Freund hat nicht mehr viel Zeit. So viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen... Dein Freund wird immer schwächer. Besorge den Stab, oder er wird sterben. Aber wir können... In Ordnung. Ich werde mir etwas einfallen lassen, Remy. Das weiß ich. Ich muss Remy so schnell wie möglich da rausholen. Er schien sehr schwach. Ich war in dem Tempel und da ist ein fürchterlicher Geist. Ich weiß. Das sorgt für ein wenig Pep. Ein wenig Pep? Mein Freund liegt im Sterben. Und du hast nur wenig Zeit, um ihn zu retten. Ist das nicht spannend? Für dich ist das hier alles nur ein Spiel. Oder? Aber hier sterben Ratten. Wenn Remy etwas passiert, weil ihr mir nicht helfen wolltet, dann
dann... Ach, zum Teufel. Ich habe keine Zeit, mich mit Göttern zu beschäftigen. Probleme müssen gelöst werden. Was hat er denn? Hör zu, Timmy. Ja? Ich habe... Also ich... Ich bin immer noch auf der Suche nach deinem Onkel. Ist gut. Du wirst ihn bestimmt bald finden. Ja. Ja, sicherlich. Würde er erfahren, dass sein Onkel dort unten verletzt in der Falle hockt, würde er sich nur größte Sorgen machen. Oder noch schlimmer, er könnte schnurstracks selber zum Tempel marschieren. Ich mach mich wieder ans Werk. Du schaffst das. Ivo! Was gibt's? Ich habe Remy gefunden. Im Tempel. In einer Falle. Ist er in Ordnung? Ich bin nicht rangekommen. Ein ziemlich unheimlicher Geist bewacht ihn. Aber er sieht nicht gut aus, Ivo. Wir müssen ihn hier hochschaffen, dann kann ich mir seine Wunden ansehen. Dafür müssen wir an dem Geist vorbei. Ich muss weiter. Lass dich nicht erwischen. Mach's gut, halt die Ohren steif.